Hallo meine Lieben und da sind wir wieder zu Harry Potter und der Stein der Weisen und Hedwig bringt uns ein Briefchen. Ja, das hatten wir ja gerade eben schon. Und wir müssen zum Kräuterkundeunterricht. Ja, danke schön. Ich will das doch einfach nur wegmachen. Warum? Okay, danke schön. Und haben wir eine Map? Nee, wir haben keine Map. Brauchen wir aber, glaube ich, auch nicht. Neville, Hallöchen! Das ist mein Erinner mich. Stimmt, das gab's ja auch noch. Alles, was ich vergessen habe zu tun. Und Harrys Brille wieder, Alter. Es sagt mir, dass wir gleich Kräuterkunde haben. Ja, dann würde ich mal sagen. Ich habe beinahe etwas vergessen. Nimm dich vor Draco Malfoy in Acht. Er ist eben hier herumgeschlichen. Oh nein! Der böse Draco Malfoy. Ich habe ein bisschen Angst vorm Fliegen. Ja, ich bin schon geflogen, denn wir hatten das bereits in einer Unterrichtsstunde. Scheinbar warst du dann nicht dabei. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon drin waren. In diesem Rätseldingens. Es klingt aber nach Gnomen, wenn ich so auf die Hintergrundmusik achte. Okay, das passt eigentlich nicht, aber das Spiel hat mich hochbuggen lassen. Und auch hier wieder dasselbe. Ich beschwere mich natürlich nicht. Das schaut nach Sammelkarte aus. Yay! Ich stehe in der Truhe. Okay, okay, okay. Ich war jetzt auch so motiviert und habe gerade nochmal in mein komisches Harry Potter Büchlein geguckt. Und als ganz großes Missverständnis bzw. als große Ungereimtheit fiel mir da vor allem auf, dass Dumbledore im ersten, nee, nicht im ersten, im vierten Buch sagt er das, dass wenn ein Zauber begangen wird, nur der Ort davon registriert werden kann. Also wenn ein Erwachsener einen Zauber vollführt, während ein Minderjähriger bei ihm ist, dann wird der Ort registriert beim Ministerium, aber nicht der Schüler selbst. Und das widerspricht sich mit einer späteren Aussage, dass jeder Schüler eine Spur auf sich hat. Das erklärt dann quasi, warum Harry im dritten die Schelte dafür kriegt, dass Dobby den Schwebezauber an seiner Tante ausübt. Aber es macht halt dann überhaupt keinen Sinn mehr im sechsten und siebten Buch, vor allem im siebten Buch, wo es sehr viel um diese Spur geht, die auf den Schülern liegt und die sie als Personen kennzeichnet und nicht nur als Ort. Und durch diese Pottermore-Sache, also die Frau Rowling hat ja jetzt diese Webseite, wo sie, Gott, der sieht aus wie Detlef die Soest, wo sie nachträglich nochmal viele Informationen dazu raushaut. Und das ist zwar an sich eine richtig gute Sache und da kommt auch viel Neues raus, aber ja, leider widerspricht sie sich halt in den neueren Aussagen auch recht oft und das ist ein bisschen schade. Also, das ist, ging zumindest mir so. Ich habe die jetzt zwar gerade nicht im Kopf, aber ich denke mir dann öfters so, das war in den Büchern aber ein bisschen anders. Da hast du das anders erklärt. Du solltest besser vorsichtig sein, Potter. Die Slytherins können die Gryffindors nicht ausstehen. Dankeschön für diese wichtige Information, die ich ohne dich natürlich niemals herausbekommen hätte. Okay, die Dame findet es scheinbar sehr witzig mit uns. Ja, okay, alles klar. Und dann wollte ich euch noch fragen, wer denn eigentlich eure Lieblingsperson aus Harry Potter ist. Es ist ja meistens so, entweder man hat den absoluten Snape-Fanclub an der Backe oder halt die Leute verachten ihn unglaublich. Also ich war ein totaler Snape-Fan von Anfang an. Ich war dann auch zu Tode betrübt, als ja, sie es so aussehen hat lassen, als ob Snape Dumbledore getötet hätte. Und ich war völlig fertig mit den Nerven und oh Gott, wie konnte man sich nur so täuschen und überhaupt. Und ich war tatsächlich nicht so intelligent, als dass ich auf die Idee hätte kommen können, dass die ganze Sache nur eingespielt war. Also, ja. Das habe ich dann später, als ich in einem Forum aktiv war, Gott sei Dank noch herausgefunden. Ich habe dann gelesen und dann in einem Thread Snape gut oder böse gesehen. Und dann habe ich das gelesen und war total begeistert von dieser Theorie. Keinen Schritt weiter. Du kommst nicht an mir vorbei, egal wie sehr du dich auch anstrengst.
Oh, Schluchz, Schluchz. Potter kommt nicht mehr aus dem Schloss raus. Mit diesen Zauberknallbonbons kann man eine Menge Spaß haben. Hier, fang! Yay, voll das Battle. Wie kann ich das nehmen? Gar nicht? Oder... Hallo? Hallo? Wie kann ich das nehmen? Ich will das... Ah, okay. Einfach nur drüber laufen. Aber bitte schön im richtigen Winkel, weil sonst tue ich mir weh. Die platzen enorm. Ja, das geht eigentlich. Heiß. Ja, voll. Ich kann mit dir auch eine Menge Spaß haben. So. Ja. Also manche platzen schneller als andere. Ich habe das Gefühl, dass die gelben länger dauern. I guess. Oh. Alter, der ist echt gut im Ausweichen. Das ist mir fast ein bisschen zu anspruchsvoll hier. Ich verliere gerade voll gegen das Pisskind. Was geht denn? Fängt der Kleine jetzt etwa an zu heulen? Und wie das mir so in die Wiege gelegt wurde, war ich natürlich auch immer voll... Oh Gott, ich bin einfach gleich tot. Wie peinlich. War ich auch immer voll der Malfoy-Fan. Zumindest in späteren Büchern dann. Weil ich mochte ja schon immer die Bad Boys. Die Bösen, die waren immer so geheimnisvoll und besonders und cool. Total bescheuert eigentlich. Okay, das war schlecht. Ah, warum nehme ich mir eigentlich den Schokofrosch nicht? Bin ich völlig blöd? Ein bisschen, ne? Und der bringt irgendwie gar nichts. Berühmt oder nicht, mir kommst du auf jeden ich bin da drüber gelaufen, Mann. Was soll das, Alter? Ich bin behindert. Okay. Nein, so gehen wir natürlich nicht. Das fangen wir lieber gar nicht erst an. Ja, 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 komm. Dankeschön. Wie oft muss ich den denn jetzt noch treffen? Das ist ja... dauert ja tierisch lange. Der ist einfach... soll ich mal von weiter hinten schmeißen? Das ist unglaublich. Ich treffe ihn nicht. Mache ich das echt so schlecht? Wow! Unglaublich! Gerade so noch gewonnen. Jetzt können wir rausgehen, oder? Ja, gut. Harry, hier drüben. Hagrid, alter Kollege. Hallöchen. Hallo, Harry. Alter, wie er ausschaut. Ich bin's, Hagrid. Schön, dich zu sehen. Diese Vertiefungen und diese Schatten im Gesicht, das ist... eine grafische Glanzleistung, das ist Wahnsinn. Ich kann gar nicht glauben, wie schnell hier alles wächst. Das ist wirklich, das ist wie im Film. Das ist wirklich realistisch und detailgetreu. Komm doch nach deinem Unterricht auf eine Tasse Tee vorbei. Ja, dann zeigt er uns den kleinen Drachen. Wie hat er den nochmal genannt? Das ist ein norwegischer Hornschwanz oder so, glaube ich. Oder ist es ein Stachelbuckel? Ja, ich glaube, es ist der Stachelbuckel. Ich weiß es nicht mehr genau. Und ich weiß auch nicht mehr, wie er ihn nennt. Ach, das ist so traurig, dass man das alles so schnell vergisst. Mach dich auf den Weg zum Unterricht, Potter. Und man kann mit denen hier noch keine Karten tauschen, weil in den späteren Spielen kann man das dann. Das fand ich eigentlich immer ziemlich cool. Hallo, Herminchen. Der Kräuterkunde-Unterricht findet kurz hinter Professor Sprouts Garten statt. Ich warte hier auf Neville. Ich glaube, er hat sich mal wieder verlaufen. Los, Harry, du solltest besser zum Unterricht gehen. Wen ich immer unglaublich unsympathisch fand, leider war James Potter, also Harrys Vater. Der Kerl ging für mich überhaupt gar nie klar, weil das war so ein eingebildeter, arroganter Schnösel. Das war so ein typischer Typ, der alle Mädchen zum Lachen bringen wollte und das dann auf Kosten anderer Menschen gemacht hat. Als dann auch rauskam, dass er... da, als Lily mit Snape noch befreundet war, den Snape mal verzaubert hat und irgendwie seine Unterbüchse jeden hat sehen lassen. Ich habe ihn so gehasst.
Ich fand ihn so schlimm. Und dann wird er immer gehypt als tollster Vater der Erde. Dabei hat er nie was geleistet. Und ja, also es wurde einfach nie irgendwas gezeigt, wo er dann bitte ein toller Vater war. Und die Lily hat sich dann natürlich für James entschieden. Es ist so bitter gewesen. Es ist so bitter gewesen. Ach, okay. Schnecklin? Geh weg, geh weg. Ah, geh weg. Scheiße. Okay. Gut. Das hat funktioniert. Ich will da... Nein. Ich will doch... Okay. Ich will aber eigentlich... Das. Dankeschön. So. Also Snape und Lily, ganz klar, deepest love story ever told, ganz klar. Bin voll der Supporter. Aber wurde natürlich leider nichts mit den zwei. Aber sonst wäre diese ganze Tragik und Dramatik auch nicht so toll rausgekommen. Und so hat das ja dann immerhin als Grundlage für ein unglaublich schlechtes, dramatisch kitschiges Ende gegeben im siebten Buch, was wirklich sogar mir schon definitiv zu viel war. Ich habe das Kapitel gelesen und ich habe mich fremdgeschämt und dachte, ich gebe dir jetzt sofort 100 Euro, wenn du das einfach ungeschehen machst und diese Seiten wieder rausstreichst. Und das habe ich als Teenager gesagt. Da hatte ich nicht wirklich viel Geld. Das zeugt doch wirklich von Verzweiflung, finde ich. Okay. Alter, danke schön. Wir müssen also in einem gewissen Zeitrahmen diese Flipendo-Schilde verzaubert haben. Sonst wird das vorherige wieder rückgängig gemacht. Und da kann man immer noch nichts machen. Okay, passt schon. Und wir haben ein Speicherbüchlein. Sehr schön. So. Das passt. Wir können leider noch nicht schneller laufen. Wow. Hoppala. Da erschrecke ich mich gleich mal ordentlich. Kann ich... Nö. Ich kann da überhaupt nichts anhaben. Diesem Pflänzchen. Oh. Und die haben auch noch eine ordentliche Reichweite. Das macht es natürlich noch besser, das Ganze. Falls hier gerade ein Let's Player zuguckt, hast du zufällig einen Tipp gegen trockenen Mund? Weil ich, mir fällt auf, dass ich schon noch ein, zwei Folgen da Probleme bekomme. Hä? Hä? Was? Dass ich, einen kratzigen Hals bekomme, einfach eben, weil mein Mund zu trocken wird. Darüber habe ich mich ja in der letzten Folge auch schon beklagt. Und, ich kann aber auch nichts, ich kann auch nichts in den Mund nehmen zum Befeuchten, weil ich dann einfach rumschmatze in der Aufnahme. Und das ist jetzt auch nicht so in meinem Interesse. Ich will mir ja nicht meinen Zuschauer verkraulen. Was kann ich hier bitte schön tun? Ah. Es ist einfach nur mal wieder die Spielmechanik des Spiels, die mehr als zu wünschen übrig lässt. Was passiert denn nun? Hallo? Was ich später einen sehr coolen Zauber finde, ich glaube, den gibt es aber noch nicht in diesem Spiel, ist Lumos. Wenn man dann diese ganzen Geheimnisse entdecken kann. Was habe ich jetzt gemacht, dadurch, dass ich den Drachen verrückt habe? Nix habe ich gemacht. Ich verstehe das nicht. Kann ich die da wieder zurückdrehen? Nee, okay, so kompliziert sind wir Gott sei Dank nicht. Da kann ich auch nichts machen. Wahrscheinlich wäre es ja irgendwo zu gewesen, wenn ich den Drachen nicht verrückt hätte. Ich weiß es nicht. Aber ich gehe jetzt einfach mal stark davon aus. Alter, wie die immer rausgeschossen kommen. Das ist ja unglaublich. Wenn die das so machen würden, hättest du erstmal eine fette Platzwunde, nachdem du so einen Schokofrosch gegessen hast. Okay. Okay. Da kommt schon wieder etwas, mit dem keiner rechnen würde. Ich freue mich schon richtig arg auf die neuen Spiele, weil ich habe, glaube ich, außer dem dritten und dem fünften da eigentlich, okay, dem zweiten halt noch, keines mehr gespielt. Also ich glaube, die werden ab einem gewissen Zeitpunkt leider auch ziemlich schlecht.
Aber gerade so auf das Vierte mit dem Trimagischen Turnier, da hoffe ich echt drauf. Und das stelle ich mir auch ziemlich cool vor. Auch wenn man dann am Friedhof ist und so. Das könnte mehr als interessant werden. Hallöchen, Drache. Wow. Scheiße. Gnome. Schlecht. Schnell, bevor sie mir wieder alle Bohnen klauen, die ich jemals in meinem jungen Leben hier gesammelt habe. Geh weg. Stirb. Okay, sehr schön. Ich begrüße das auch sehr, dass sie zu nichts mehr imstande sind, wenn ich sie einmal anfliege, wenn Not habe. Also da geht kein Beißen, kein Kratzen, gar nichts mehr. So, wir sind heute bei Minecraft und wollen diesen Tree hier down choppen. Das ist echt... Es ist so schlimm, man spielt so viele Crafting-Spiele und man sieht einen Baum, man steht davor, man hat wirklich das Bedürfnis, seine Axt rauszuholen und auf den Baum einzuschlagen, um ein paar Holzdinger sammeln zu können. Es ist unglaublich. Das war damals noch nicht. Die Crafting-Survival-Serie hat uns alle verändert. Es wird nie wieder so, wie es vorher war. Okay. Genug Blödsinn gelabert, jetzt gehen wir mal wieder zurück. Ich glaube, habe ich den Drachen anflippendot? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube aber, dass das schon passt. Wir sind jetzt echt weit weggelaufen. Und ich habe keine Ahnung mehr, wo wir herkommen. Das ist schön, das ist super. Ach, schaut so aus, als wären wir hier richtig. Ja, hier ist allerdings halt einfach noch die Tür zu. Das ist blöd. Versuchen wir es da mal. Ich werde jetzt hundertprozentig getroffen. Ah, okay. Ging eigentlich. Ich hoffe, dass jetzt keiner von euch fragt, wie siehst du das, wenn die Hecke verzauberbar ist? Weil ich finde, das ist recht offensichtlich, wenn man sich die enorm gekonnte Ebenengrafik da mal anschaut. Also die Büsche, die man wegschieben kann, die sind immer ziemlich ordentlich gekennzeichnet, weil sie sind noch schlechter animiert als die anderen. Ja, das geht tatsächlich. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Es geht tatsächlich als Labyrinth durch, finde ich. Und der Witz ist einfach, ich bin ja jetzt noch gar nicht in der Aufgabe drin. Also ich frage mich, was dann gleich noch als Aufgabe kommt. Habe ich denn jetzt verzaubert? Warum bewegen die sich nicht? Warum bewegt ihr... Okay, jetzt. Toll. Drei Bohnen? Seriously? Drei Bohnen? Für das Ganze? Mäh. Okay. Ach, vier Bohnen waren es. Dann ist es natürlich in Ordnung. Und versuchen wir es nochmal. Nö. Der Drache hat absolut keine Lust. Dann lassen wir es halt. Hä? Wo zur Hölle habe ich jetzt drauf gezaubert? Ach, okay. Okay, jetzt geht das also wieder zu. Nee, wir wollen das aber eigentlich auflassen, dachte ich. Sehr schön. Woher kamen wir? Ich weiß es wieder nicht. Und wir werden getroffen. Und wir sind komplett falsch. Das ist schön. Da ist immer noch kein Tor offen. Ah, jetzt ist das da drüben offen. Okay. Ja gut. Ich will den Schokofrosch. Ich will unbedingt den Schokofrosch haben. Scheiße. Das war doof. Boah, die hat sogar noch mal ein beißendes Etwas auf dem Rücken. Alter, die Dinger sind echt widerlich. Oh, erfolgreich weggejumpt. Nicht schlecht. Das konnte ein wenig etwas. Können wir da noch irgendwas machen? Ja, ich denke, da geht's dann... Was ist hier? Da geht's dann wahrscheinlich, glaube ich, gleich mit dem Unterricht los. Vielleicht. Deshalb machen wir erst noch das Optionale hier. Hier? Oh. Ich hoffe, ich laufe gerade nicht den ganzen Weg wieder zurück. Doch, ich glaube, das mache ich gerade. Und von daher lassen wir das einfach.
Und gehen jetzt erstmal dahin, wo es richtig ausschaut. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht... Nee, ne, das ist schon richtig. Ja, das ist richtig. Okay, gut. Ich bin am Gewächshaus gelandet. Unglaublich. Und unsere zwei Kollegen sind auch wieder mit am Start. Hallöchen Fred und Hallöchen George. Hey Harry! Welcher von den zwei stirbt eigentlich zum Schluss? Einer verliert ja nur ein Ohr. Danke für deine Hilfe, Harry. Hier hast du eine Bildkarte. Ich hoffe, du hast sie noch nicht. Na komm schon, Fred. Wir haben noch eine Menge zu tun. Das ist Godric Gryffindor. Ich erkenne ihn genau. Und okay, man kann die Schrift auch lesen, aber ich habe ihn echt erkannt. Yay, imaginäre Hand, die mir auf die Schulter klopft, bitte. Tada! Wunderschön. Und wir holen uns noch ein bisschen Holz, damit wir uns dann auch unsere erste Hütte bauen können. Ja, Leute, ich höre schon auf. Ich höre schon auf. Ich mag euch ja nicht nerven. Nicht mehr als nötig. Dann gehen wir, würde ich sagen, mal ja, in die Gewächshäuser. Da kann man auch wieder... Alter, da kann man ja überall. Das ist ja Wahnsinn. Und was ist da nun? Mäh. Komm schon, ich will eine Bildkarte. Ich will eine Bildkarte dafür, dass ich das gesehen habe. Mhm. Das schaut doch schon mal vielversprechend aus. Hallo. Hallo, Homura. Yay. Ha. Wir kriegen alle Leute echt. Nee, kriegen wir natürlich nicht. Allein schon deshalb, weil ich die Unterrichtsstunden ganz gerne mal verkacke. Aber was soll's. Ich werde jetzt gleich vor dem Gewächshaus innehalten und werde dann mal pausieren, denn ich denke, wir haben eine weitere Folge erfolgreich zu Ende gebracht. Und von daher hoffe ich, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Mir hat es Spaß gemacht. Mir wird es auch weiterhin Spaß machen, denn ich werde direkt weiter aufnehmen. Und ich freue mich natürlich weiterhin tierisch über Kommentare zu meinen Fragen oder zu meinem Gebrabbel, was ich so von mir gegeben habe. Bis dann!